Mein Name ist Daniel Gärtner und wir starten heute mit dem Cardio-Athletik-Training. Das heißt, wir werden richtig viel für die Beine machen, wir werden viel springen und uns komplett bewegen und richtig ins Schwitzen kommen. Anschließend folgt ein kleines Krafttraining für den ganzen Körper. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Legen wir los. Lockert euch aus, durchschütteln, bewegen, nach oben strecken, Beine schließen, einatmen, nach unten durchschwingen, ausatmen, noch einmal strecken, einatmen, nach unten aus. Bildet eine leichte Grätsche, den rechten Arm nach oben strecken, den linken Arm tief zur Seite, stretch, wir halten ganz locker. 4 Sekunden, 3 und 2 und wir wechseln auf die andere Seite, links hoch, rechts tief, stretch, easy, 4, 3, 2, streckt den Oberkörper, streckt die Beine, Oberkörper nach unten hängen lassen, wir gehen aufs rechte Bein, lehnen den Beinbeuger an, leicht dynamisch, tief, 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 locker, noch 4-mal, noch 3-mal, noch 2-mal. Wir wechseln auf die andere Seite, linkes Bein, den Beinbeuger, locker andehnen, tief und tief und tief und tief, noch 4-mal, noch 3-mal, noch 2-mal. Wir wechseln wieder auf rechts, rechtes Bein vorne, tiefer Ausfallschritt, leicht dynamisch, stretch, easy going, jawohl, hinteres Bein sauber strecken, macht euch lang, die Beine werden viel beansprucht, dehnt sie vorher, 4-mal noch, 3-mal, bleibt im Ausfallschritt, stützt euch, drückt die Ferse des hinteren Beins tief nach unten zum Boden, die Waden, die Achillessehnen werden gedehnt und wieder lösen, wir bleiben hier noch einmal strecken, tief, ein letztes Mal locker lassen, noch einmal Ferse weit runter zum Boden drücken, entspannen, locker, wir wechseln auf die andere Seite, Ausfallschritt und auch hier wieder leicht dynamisch dehnen, tief, easy, tief und tief. Noch 4-mal, noch 3-mal, noch 2-mal. Bleib so. Ferse des hinteren Beins tief nach unten zum Boden drücken. Stretch, macht euch ganz lang. Locker lassen, entspannen und noch einmal tief nach unten. Stretch. Und ein letztes Mal locker lassen. Ferse zum Boden drücken, macht euch lang. Stretch. Letzte Übung, wir gehen in die Grätsche. Die Hände drücken auf die Innenseite der Knie. Knie leicht nach außen drücken. Der Körper bewegt sich leicht nach rechts. Leicht nach links, leicht rechts, links, noch 4, noch 3, noch 2, vorbei. Packt was an, es geht los. Beine schließen, kräftig in den Bauch hineinatmen, streckt euch, nach unten durchschwingen, nach oben einatmen, nach unten aus. Okay, wir springen, wir bewegen uns locker auf dem Fußballen, easy going. Wir laufen mit kurzen Skippings, versucht die Ferse tief nach unten zum Boden zu bringen. Nehmt die Arme mit, links, rechts, locker durchschwingen und wir laufen. Easy going, zum Warmwerden, locker. Kreist die Arme vorwärts und hopp, 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 zieh, 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 zieh dir jetzt 8. Noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, rückwärts, zieh, 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 schön. Vergiss die Atmung nicht. 8 noch, 7 noch, 6 noch, 5 noch, 4, 3, 2, die Beine grätschen und Grätsche schließen. Jawohl. Atme tief in den Bauch hinein. Nimm die Arme mit nach oben zum Jumping Jack. Versuche den Anteil des Sprungs zu verkürzen, indem du ganz, ganz kurz prellst und über die Achillessehnen angespannt nach oben zurückfederst. Nicht blockieren, nicht blockieren. Federn. Jawohl, das ist es. Zieh mit. Hopp. 4, 3. Nimm die Arme nach vorne, die Beine bleiben. Zieh, 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 zieh. Schön. Eine letzte Runde noch, die letzten 8. Noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3. Wechselseitig, Seite, vorne. Seite, vorne. Seite, vorne. Letzte Runde, die letzten 8. Noch 7, noch 6. Noch 5, noch 4, noch 3 und wieder Skippings. Wir laufen. Locker laufen. Bauch leicht anspannen. Versucht die Beine zu strecken. Über die Fußballen abrollen. Fersen nach hinten tief. Frequenz erhöhen schneller. Hopp. Oberkörper ist gerade. Stell dir vor, du wärst ein Leichtathlet. Du trainierst. Speer werfen. Du läufst an. Der Speer kommt. Du bist aktiv. Genau aus dieser Position, locker, mehr Kraft zum Starten. Genau da wollen wir hin. Also auf geht's. Bewegt euch.
Letzte Runde. 8, 7 und 6 und 5 und 4 und 3. Noch einmal. Jumping Jack. Hopp. Sehr gut. Zieh durch. Die Arme wieder nach vorne. Let's go. 8, 7 und 6 und 5 und 4 und 3. Wieder wechselseitig. Seite vorne. Super. Seite vorne. Letzte Runde, die letzten 8. 8 noch, 7 noch, 6 noch, 5 noch, 4 noch, 3 noch. Skipping, Tempo steigern. Hopp. Zieh durch. Jawohl. Aus den Sprunggelenken rausarbeiten. 8 noch, 7 noch, 6 noch, 5 noch, 4 noch, 3 noch. Nimm die Beine nach oben. Etwas höher. Schön. Laufen, 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 laufen. Zieh durch. Jawohl. Fußballkontakt kürzer. Jawohl. Lass die Arme locker hängen. Ich zähle runter. Noch 8. Noch 7. Sehr schön. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Nimm die Arme mit. Noch 3. Nimm die Arme mit. Noch 2. Mach einen Sprint. Die Beine so hoch wie es geht. 8. 7. Komm. Und 6. Und 5. Die letzten 4. Noch 3. Noch 2. Noch einmal. Jumping Jack. Zieh. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Die Arme vorwärts. Hopp. Beweg dich. 4. 3. Wechselseitig und Seite vorne. Durchatmen. Letzte Nacht. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Und lockern, entspannen. So, das war die erste Runde zum Aufwärmen. Streckt euch, nach oben einatmen. Nach unten durchschwingen. Ausatmen, noch einmal nach oben ein. Nach unten, tief aus. Streckt euer rechtes Bein nach vorne. Leichter Ausfallschritt. Körper ist gerade. Wir federn, locker. Tief, 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 tief. Wir gehen tiefer. Hopp. Hopp, 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 hopp. Bleib kurz, Spannung. Geh tief, geh tief, geh tief, geh hoch. Geh tief, geh tief, geh tief, geh hoch. Viermal noch, zieh durch. Nach oben, dreimal. Nach oben, zweimal. Nach oben, ein letzter. Achtung, etwas schneller. Wir gehen tief, 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 hoch, tief, 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 hoch. Tief, 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 hoch. Tief, 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 jump. Tief, 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 jump. Tief, 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 jump. Jawohl. Letzte Runde, auf geht's. Und 8. Jump. 7. Jump. 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 Tief, 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 jump. Tief, 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 jump. Tief, 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 jump. Und letzte. Und locker skipping. Okay. Nach oben strecken, einatmen. Zur Seite ausatmen. Wir wechseln auf die andere Seite. Linkes Bein nach vorne. Ausfallschritt. Drei langsam. Easy. Wir gehen tief, tief, tief. Wir strecken explosiv. Tief, tief, explosiv. Hopp. Tief, tief, explosiv. Hopp. Ready. Tempo und go. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. Tief, 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 jump. Zieh durch, come on. Hopp. Tief, 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 hopp, tief, 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 komm. Letzte Runde, zieh durch, die letzten 8. Tief, 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 hopp, 7, 6, 5, komm. 4 und 3, komm, jawohl. Und 2 und der letzte. Und entspann dich, okay. Wir marschieren, wir skippen, wir atmen tief in den Bauch hinein. Nach oben, einatmen, ausatmen, 4, 3, Achtung, Fersen an, laufen, Fersen an, laufen, Fersen an, laufen, Fersen an, Achtung, hopp, 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 rechts, links, rechts, links, zieh, hopp, schön, versucht jetzt Bein explosiv zu bringen. Letzten 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, eine Runde, komm mal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jeder Schritt und Tempo. Tempo laufen, komm, zieh durch. Tempo laufen. Nimm die Arme mit, hier, nimm die Arme mit. Fersen nach hinten zum Gesäß. Fersen hoch, Fersen hoch, Fersen hoch. Kniehebel auf. Beine nach vorne, zieh durch. Beine vorne. Achtung, Wechselbeine hinten. 8, 7, 6, 5, die letzten 4. Noch 3, noch 2. Beine schließen. Wir springen bei den Beinen fest zusammengeschlossen. Lockern dabei etwas durch. Zur Seite nach oben strecken. Zur Seite aus. Einatmen. Spring dreimal. Kurz, 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 kurz. Beim vierten Mal zieh beide Fersen zum Gesäß nach oben. Hopp. Okay? Ready? Let's go. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 3, 2, 1, hopp. 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 Jeder und jeder. Jeder. Komm, spring hoch ab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und vorbei. Locke dich aus. Skipping. Beweg dich kurz. Atme durch. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Beide Beine. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Skip laufen. Jawohl. Skip durch. Komm, geh durch. 4, 3, entspannen, nach oben strecken, einatmen. So, wie geht's euch? Alles okay? Die Beine gut vorbereitet? Es wird etwas aktiver, etwas schneller. Ja, wir laufen auf der Stelle. Locker laufen, zieh durch. Nach vorne 3, 3 Pause, nach vorne zurück, 3 Pause. Easy going. Vorwärts und go nach vorne. Hopp, mach Pause, bleib hier. Zurück. Mach Pause, bleib hier. Nach vorne, go. Pause. Achtung, die Pause mit Jumping Jack. Hopp, Jumping Jack. Zieh, zieh, zieh. Zurück. Jumping Jack. Sehr gut. Come on. Jumping Jack. Noch 4 mehr. Die letzten 4. Jumping Jack. Noch 3 mehr. Jumping Jack. 2 mehr. Jumping Jack. Der letzte. Und die Fersen nach oben. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Locker. Vorwärts, rückwärts. Jumping Jack. Ready? Let's go. Come on. Vor. Jumping Jack. Rück. Zieh. Jumping Jack. Vor. Jumping Jack. Ein letztes Mal. 10 Mal. Fersen hoch und go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Okay, super. Nach oben strecken, nach oben einatmen. Zur Seite ausatmen. Nach oben ein. Locker bleiben, entspannen. Wir gehen zur Seite. Seite. Machen eine Pause. Wechseln. Machen eine Pause. Zur Seite. Hopp. Easy going. Hopp. Easy going. Hopp. Easy going. Die Beine zur Seite, so schnell es geht. Kurz. Chuck. Pause. Chuck. Pause. Chuck. Pause. Chuck. Pause. Come on. Zieh. Hopp. Zieh. Hopp. Zieh. Hopp. Zieh. Mit Kniebeuge. Zieh. Tief. 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 Viermal. Dreimal. Zweimal. Ach, wir gehen noch eine Runde. Komm, vier. Vier. Tief. Drei. Tief. Zwei. Tief. Und der letzte. Komm. Tief. Und wir laufen wieder. Nach oben strecken. Einatmen. Hoch. Zur Seite ausatmen. Tief. Alles zusammen. Vor, zurück. Jumping. Sei tief. Sei tief. Vier. Drei. Ready. Nach vorne. Hopp. Jumping Check. Rück. Achtung. Nach rechts. Hopp. Tief. Hopp. Noch zwei. Hopp, noch einer. Hopp, nach vorne. Zieh.
Jumpy Jack, zieh. Huh. Come on. Nach rechts, Tempo. Hopp, tief, hopp, tief, hopp, tief, hopp. Nach vorne, go, zieh. Jumping Jack, zurück. Jumping Jack, zur Seite, go. Hopp, huh, hopp, huh, hopp, huh. Eine Runde, alleine vor, go. Jumping Jack, zurück. Woo. Jumping Jack, side. Noch zwei. Und wir laufen auf die Stelle, sehr gut. Locker marschieren, nach oben strecken. Alles okay? Komm, die letzten 10 Minuten kriegen wir hin. Die schafft jeder von euch. Die schaffst du, die schaffst du und du natürlich auch. Jumping Jack, easy, easy, easy. Zum Durchatmen, zum Durchatmen. Achtung, Side Jumping Jacks, Side Jumping Jacks. Aufgepasst. Super, come on, hopp. Und der letzte, hopp. Und locker, entspannen. Wir marschieren wieder. Rechtes Bein nach vorne, linkes Bein nach hinten. Ausfallschritt, easy. Wir springen leicht hoch, wechseln die Seite, wechseln permanent die Seite. Eins, zwei, drei, vier, come on. Links vor, links vor, rechts vor, hopp. Versuch locker zu bleiben, nicht hier. Nicht hier. Tempo locker. Easy, easy, easy. Du musst noch gar nicht so tief gehen. Aber Tempo steigern. Tempo, 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 Tempo. Komm, zieh, 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 zieh. Acht, sieben, go. Sechs, go. Fünf, go, come on. Vier, go. Drei, go. Zwei, go. Wir gehen tiefer und langsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, come on, 8, 7, 6, 5, 4, 3, höher, double time, zieh, 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 letzte Nacht, 7, 6, 5, 4, 3, 2, easy going, skipping, wir bewegen uns locker, strecken uns nach oben, atmen tief in den Bauch, atmen aus, atmen nach oben ein, und machen eine ganz, ganz kleine Pause. Trink einen Schluck. Auf geht's. So, wie geht's euch? Weit okay? So, jetzt kommt die zweite Cardio-Spitze. Versucht nochmal alles zu geben. Wir werden etwas intensiver, okay? Wir packen's an. Nach vorne. Locker bewegen. Locker springen. Bleib immer in Bewegung. Wir schließen die Beine. Fest, fest, fest. Wir springen vor, zurück. Vor, zurück. Bauch anspannen. Nimm die Arme mit. Easy, easy. Kurzer Kontakt auf dem Boden. Auf geht's. Come on. Acht, sieben, go. Sechs, go. Fünf, go. Vier, go. Drei, go. Nach rechts und nach links und go. Sehr schön. Hopp, zieh durch. Mach dich lang. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Achtung, vor, zurück, rechts und links. Hopp, zieh, zieh, hopp. Zieh, zieh, hopp. Side, side, vor, zurück, side, side. Eine Runde noch, okay? Acht, sieben, go. 6, go. 5, go. 4 mehr. 3 mehr. 2 mehr. Ausfallschritt vor, zurück. Zieh, 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 zieh. Come on. Letzte Runde. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wir springen nur auf dem rechten Bein. Rechtes Bein. Linkes Bein. Zieht hoch, zieht ab. Zieht hoch und Tempo. Hoch, 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 hoch. Lasst das Bein in der Luft und springt. Come on. Acht, sieben mehr, sechs mehr, fünf mehr. Komm, springt. Vier mehr. Woo. Drei mehr, zwei mehr. Beine vor, zurück, Tempo.
Hopp, zieh. Zieh. Komm mal, zieh dann. Zieh dann. Noch 8, noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3. Wir springen nur auf links und links. Nur auf links. Auf links. Das Bein geht langsam hoch, tief. 4, 3, 2, ready? Tempo, go! Komm mal, zieh hoch. Sprung nur auf links. 8, 7, 6, komm, 5, 4, 3. Kurz vor zurück und hopp. Bewegen. Komm, bewegen, komm, komm, go. Nimm die Arme mit. Nimm die Arme mit. Sehr schön, das ist es. 4, 3, beidbeinig fest. Beidbeinig fest. So. Versuch die Beine nicht mehr nach hinten zu setzen. Versuch die Beine nach vorne oben zu bringen. Okay? Auf mein Kommando. Wir springen fest. Hopp. Fertig. Jump. Fertig. Jump. Fertig. Jump. Fertig. Jump. Locker easy. Entspannt euch. Eine Runde noch. Alles klar. Auf meinen Hopp. Zwei Sprünge, so hoch es geht, hintereinander. Fertig. Hopp. Easy. Easy. Fertig. Hopp. Easy. Easy. Fertig. Hopp. Easy. Easy. Fertig. Hopp. Zieh. Zieh. Jawohl, easy. Easy. Noch zwei. Hopp. Hopp. Easy going. Easy going. Fertig. Hopp. Super. Easy going. So, wir gehen wieder in die Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Zieh, 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 zieh. Versuch jetzt die Arme nach vorne mitzunehmen. Streck die Arme. Genau. Und arbeite aktiv. Versuch jetzt, den Takt der Musik zu überwinden. Versuch schneller zu arbeiten als die Musik. Come on, zieh. Zieh, 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 zieh. So schnell es geht. 8, ziehen, 7, ziehen, 6, ziehen, 5, ziehen. Come on, 4, hopp, hopp, 3, hopp, hopp, 2, hopp, hopp. Und wir springen beidbeinig. Beidbeinig. Nach oben strecken. Einatmen. Zur Seite aus. Nach oben ein. So, die letzte Runde. Ganz easy. Wir gehen nach unten in Liegestützstellung. Halten die Stellung gerade. Bleiben hier. Versuchen die Wirbelsäule in einer geraden Position zu lassen. Spannen den Bauch an. Wir hocken an. Wir springen nach oben gestreckt. Landen. Spannen an. Ziehen nach hinten. Halten die Spannung. Der Fehler, der hier oft passiert, ist folgender. Bei zu starker Spannung geht die Wirbelsäule extrem nach unten und wir haben eine sehr starke Kontraktion in unserem Bandscheibenbereich. Versuch den Bauch immer angespannt zu lassen. Ja? Wenn es zu schwer wird, dann geh nicht tief, sondern versuch einfach diese Stellung zu halten. Reicht vollkommen. Denk an die Wirbelsäule, denk an die Bandscheiben. Okay? Ziehen wir durch. Liegestützstellung. Halten. Halten. Anhocken. Strecksprung. Liegestütz. Halten. Langsam. Und eins. Hopp. Fertig und go. Eins, hopp, 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 fertig. Noch viermal. Eins, hopp, fertig und gerade. Eins, hopp, fertig und Bauch entspannen. Eins, hopp, fertig, Rhythmus halten. Eins, jump und Pause machen. Okay, entspannt euch. Versucht das Ganze mit einem kleinen Liegestütz zu machen. Gleiche Ausgangslage. Wir gehen tief. Wir pushen kurz. Springen ran. Ziehen hoch. Okay? Denkt an die Wirbelsäule, denkt an den Bauch. Wenn es nicht mehr geht, spannt den Bauch an und lasst das Becken oben. Ready? Auf geht's. 4, 3, fertig. Liegestütz. Hopp. Beugen. Jump. Hoch. Hopp. Beugen. Jump. Hoch. Hopp, beugen, jump, hoch. Hopp, beugen, jump, hoch. Noch viermal. Noch dreimal. Hoch. Nur zweimal noch.
Und der letzte. Komm. Und das war's. Wir laufen wieder auf die Stelle. Bewegt euch. Easy, easy, easy. Nach oben strecken, einatmen. Hoch, tief. Wir gehen noch einmal in Liegestützstellung. Bleiben unten. Halten die Spannung. Ziehen dabei unser linkes Knie aktiv zum Körper ran. Wir ziehen es ran, setzen ab, wechseln, ziehen es ran, setzen ab. Fertig, langsam. Eins, zwei, drei, vier, gerade Rücken, fünf, komm, sechs, sieben, so schnell es geht. Zieh, zieh, zieh. Stell dir vor, du bist auf dem Spinning Bike. Du gibst Gas, komm, nach vorne. Zieh, zieh, zieh. Zieh, 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 zieh. Woo! Komm mal Gas geben. Jetzt sind wir, geben auch die Pause. 8, 7, 6, 5, letzten 4. Noch 3, noch 2. Entspannt euch nach oben auf. Bewegen. So. Letzte Runde. Komm, komm. Letzte Runde. Wir kriegen nochmal alles hin. Versucht die Stellung zu halten. Geh dabei leicht tief in einen gebeugten Zustand und halte diesen. Wir sind hier, wir sind hier, wir geben Gas. Hopp, ziehen, ziehen, ziehen. Könnt versuchen tief zu kommen, könnt wieder hochdrücken. Okay, letzte Runde, wir versuchen es. Liegestützstellung. Alle oben, fertig, locker. Links, rechts. Versucht die Ellenbogen zu beugen. Wieder strecken. Zieh durch, zieh durch. 4, 3, 2, wieder beugen. 8, 7, 6, 5, komm mal. 4, 3, 2, nochmal hoch, die letzten 8. 7, go. 6, 5, 4, 3, nach oben, vor, zurück und hopp. Hopp, zieh durch, komm. Vor, zurück. Vor, zurück. 8, 7, 6, 5, 4, 3, beidbeinig springen. Letzte Übung, alles okay? Letzte Übung, einmal noch tief in den Bauch hineinatmen. Nach oben, zur Seite, noch einmal nach oben. 4, 3, locker anfersen, hopp, locker anfersen, schön. Werde etwas schneller, werde noch schneller. Und gib Vollgas. Ich zähle runter, komm an, 8, 7, go, 6, go. 5 go, 4 go, 3 go, 2 go, Kniehebel auf, die letzten, 8, wie viel, 7, wie viel noch, 6, noch, 5, noch, 4, noch, 3, noch, 2, und wie viel, 1, okay, wir haben es geschafft, lockere Haus, marschiert auf der Stelle, nach oben strecken, einatmen, ausatmen, einatmen. Wir marschieren auf rechts. 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 4, 3, Step Touch. Hopp. Easy. Easy. Streck dich nach vorne, nimm das Kinn auf die Brust. Mach dich lang. Blicke nach oben zur Decke. Arme nach oben. Armrumpfwinkel offen. 4, 3, Side to Side. Tap, tap. Tap, tap, easy. Wir schwingen die Arme mit. Arme, Arme, Arme. Arme nach oben, hoch. Arme nach vorne, ziehen. Come on, 4, 3, 2, Leg Curl. Nimm die Knie, beug die Beine, zieh die Knie. Schräg nach hinten, die Fersen ans Gesäß. Atme locker durch. Easy going. Eine Runde noch, die letzten 8. Noch 7. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Wie geht's euch? Langsam kühlt ab. Wir marschieren wieder. Marschieren. Wir bleiben stehen. Bleiben in der Position. Beugen die Beine leicht. Greifen von hinten in die Kniekehlen. Rücken ist leicht rund, wir strecken uns nach oben, halten die Spannung kurz. Noch 4,
Noch drei, noch zwei, eins. Locker lassen. Richte dich nach oben auf. Rechten Arm strecken. Rechtes Bein über das linke Bein verschränken. Wir greifen das Handgelenk, ziehen uns lang, beugen uns zur Seite, halten, halten, halten und lösen. Kurz durchschütteln, auslockern. Wechsel andere Seite, linkes Bein übers rechte. Linken Arm nach oben strecken, wir greifen das Handgelenk, ziehen uns hoch, beugen uns zur Seite, strecken und lassen los. Okay, so, wir haben noch vieles vor uns. Wir haben auch noch eine Runde, eine Übung für die Bauchmuskulatur drin, für die Brust, für den Trizeps, für den Bizeps, aber auch für die Oberschenkel. Ja? Locker die Haut, trink einen Schluck, mach eine kurze Pause. Besorg dir einen Stuhl, Langhanteln, kannst auch wahlweise Kurzhanteln nehmen, nimm deinen Expander, ein Tube, was immer du willst. Und für die Knie, um schonend zu arbeiten, wäre es vielleicht ganz gut, eine Matte zu nehmen. Schnapp dir die Matten, nimm dir die Zeit, locker dich aus, es geht sofort weiter. Ruhig hier, das grüne Tube, gleich parat legen. Okay, alle wieder klar? Alle wieder bereit? So, es geht los. Kraft, wir beginnen, ganz easy. Schnapp dir dazu einen Stuhl. Die Übung, die wir jetzt machen, die kann man auch wahlweise ohne Stuhl machen, ist aber etwas schwieriger. Stell dich auf ein Bein, spann deinen Körper leicht an, das andere Bein hebst du leicht in die Höhe. Stell dir vor, ich würde hier irgendeinen Gegenstand aufgreifen wollen und müsste mich dazu tief nach unten beugen. Ich versuche das Ganze. Ich stehe auf einem Bein, versuche in der Position das Gleichgewicht zu halten, gehe tief, so hoch oder so weit der Körper zulässt, versuche zum Boden zu kommen und strecke mich wieder. Gehe tief, versuche zum Boden zu kommen und strecke mich. Alles klar, wir legen los. Stütz, ruhig mit leichtem Zusatzgewicht. Ihr könnt auch wahlweise mit Handeln arbeiten, aber wir machen jetzt ganz locker, ganz ruhig. Erste Runde, 20 Wiederholungen. Fertig. Ruhiger Stand und wir gehen tief. Eins und hoch. Und zwei und hoch. Und drei und hoch. Und vier und hoch. Und fünf und hoch. Come on. Und sechs und hoch. Sieben und hoch. Und acht und hoch. Und neun hoch. Zehn. Tommy, viel noch? Jawohl. Versuch zum Boden zu greifen. Versuch dir vorzustellen, hier ist ein Gegenstand. Greif dir den Gegenstand. Greif ihn dir. Greif ihn dir. Zwei und der letzte. Okay. Mach eine ganz kurze Pause. Locker dich aus. Wechsel sofort auf die andere Seite. Ausgangsstellung aufbauen. Fertig. Stütz. Stütz. Es geht los. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf, jawohl. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. Und zehn. Die letzten zehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Rücken gerade. Drei. Jawohl, sehr schön. Zwei. Und der letzte hier. Tief. Okay, erste Runde vorbei. Lockert euch aus, schüttelt die Beine richtig durch. Ihr könnt wahlweise zur Erholung auch die Oberschenkelmuskulatur massieren. Nehmt dazu einfach die Hände, greift auf die Oberschenkel, lockert sie durch, entspannt sie, leicht kreisende Bewegungen machen. Gleiches auf der anderen Seite. So, wir sind wieder soweit. Nächste Runde, es geht weiter. Okay. Vier, drei, nur 15 Stück. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Komm. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Meins. Entspannen, auslockern, durchschütteln. Okay. Wir wechseln wieder auf die andere Seite. Kurze Pause. Gleich die Stellung einnehmen. Alles klar? Fertig. Vier, drei, zwei und go. Und eins.
und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht, super, und neun und zehn, langsam, fünf noch, vier mehr, drei mehr, zwei mehr und der letzte. Gut, das war's. Auslockern, durchschütteln, ruhig wieder leichte Massage über die Oberschenkel, links, rechts massieren, durchbewegen, auslockern, Wechsel auf die andere Seite. Okay, wie sieht's aus? Eine Runde noch, einen letzten Satz. 10 Stück, das schaffen wir easy. So, in die Stellung. 4, 3, 2, let's go. 10, 9, 8, 7. Wie viel? 6. Ihr könnt auch wahlweise das Bein nach hinten strecken und beugen. Ja? So, aber den Rückenstrecker dabei. Und der letzte. Und gut, vorbei. Super. Es ist auch eine Variation, um aus der Position noch für die Rückenmuskulatur gleichzeitig etwas zu machen, indem man hier tief geht und nach hinten streckt. Ja? Versuch aber, wenn du die Übung machst, nicht zu weit nach hinten ins Hohlkreuz zu schwingen. Wechsel, andere Seite. Okay? 4, 3, ready, die letzten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, die letzten zwei und der letzte. Okay, vorbei, wir haben es geschafft. Auslockern, durchschütteln, durchbewegen. Stell dich kurz in eine gerade Position, greife dein rechtes Bein und zieh den Oberschenkel in die Dehnung nach hinten. Nimm dir die Zeit, ganz kurz das Becken vorne lassen. Jawohl, auslockern, durchschütteln. Andere Seite genauso. Becken vorne lassen, Oberschenkel sind parallel, leicht nach hinten ziehen, Spannung halten, 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 locker lassen, entspannen. So, wir gehen ein letztes Mal in eine einbeinige Kniebeuge, die sogenannten Lunges, und versuchen jetzt hier so aktiv es geht, aus dem Boden rauszufedern, nach oben zu springen, die Spannung kurzzeitig zu halten und dann wieder sachte, wechselseitig nach unten abfedern und das Gleiche auf der anderen Seite zu machen. Ich mache es einmal vor. Wir sind hier. Tief, Sprung, tief, Sprung, tief, Sprung, tief, Sprung. Versuch nach oben zu explodieren. Streck dich hoch, streck dich hoch, streck dich, ja. Versuch so hoch, so aktiv, so explosiv wie es geht, aus den Beinen rauszuspringen. Okay? Fertig. Position, Position. Es geht los in 4, 3, 2 und tief 1, tief 2, tief 3, tief 4, tief 5, tief 6, tief 7, tief 8, tief 9, tief 10, noch 10, noch 9, noch 8, noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und entspannen, auslockern, durchschütteln. Super. Merkt ihr die Oberschenkel? Ja? Achte bei der Übung drauf, dass der Rücken nicht zu stark nach vorne kippt. Bauchmuskeln anspannen, Oberkörper aufrichten, gerade Position. Und wenn es zu anstrengend wird, zu schwer wird, dann geh nicht zu tief nach unten. Sind wir schon wieder soweit? Nächste Runde. Okay. Nur 15 Stück. Nur 15. Ausfallschritt. Fertig. Und 1, hopp, 2, hopp, 3, hopp, 4, hopp, 5, hopp, 6, hopp, 7, hopp, 8, hopp, 9, hopp, 10, hopp, noch 5, hopp, komm, 4, hopp, 3, hopp, 2, hopp und entspannen. Super, wow. Auslockern, durchschütteln. So, letzte Runde. Wie sieht es aus? Letzten Satz. Kriegen wir noch hin? Geht. Das ist genau die richtige Einstellung. Es geht, auch wenn es brennt, weitermachen. So, durchschütteln noch einmal, ein letztes Mal. Die letzten 10 Stück. Ausfallschritt. 4, 3, fertig und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6, komm, und 7 und 8 und 9 und letzte 10. Wow, geschafft. Wir machen eine ganz, ganz kleine Pause, trinkt einen Schluck, lockert euch durch.
So, wir bleiben gleich bei einer großen Muskelgruppe. Und zwar, wir gehen von der Brustmuskulatur runter über die Schulter zum Trizeps. Natürlich ist die Bauchmuskulatur bei so einer Position immer mit dabei, weil die Bauchmuskulatur den Körper in Spannung halten muss. Die Übung sieht so aus, wir starten in einem normalen Unterarmstütz. Wir gehen mit den Unterarmen nach unten auf den Boden, halten die Körperspannung, achten darauf, dass der Körper nicht nach unten durchhängt. Wir spannen den Bauch an, wir sind gerade. Wir steppen ab, steppen down. Tempo, hoch, tief, hoch, tief. Ja? Wir beginnen mit der ersten Übung langsam und werden dann allmählich immer schneller. Okay, fertig. In den Unterarmstütz, Becken nach oben, Knie vom Boden weg, fertig, 5, 6 und langsam. 1, tief, 2, tief, 3, tief, 4, tief, 5, tief, 6, Achtung. Wir wechseln die Richtung, andere Richtung. Links, tief. Links beginnt. Links, tief. Wir haben 9. Tief. Wir haben 10. Tief. Wir haben 11. Tief. Wir haben 12. Achtung, Richtungswechsel. Tempo erhöhen uns. Hopp, 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 hopp. Richtungswechsel und links, links, links und wir sind fertig. Wir entspannen und lockern uns aus. Legt den Kopf ruhig zwischenzeitlich auf die Stirn. Entspannt euch, atmet tief ein. Bleib unten liegen. Geh wieder nach oben in den Unterarmstütz. Nächste Runde. Von Anfang an mit hohem Tempo. 4, 3, fertig und hopp, hopp, tief, tief, hopp, hopp, tief, tief, hopp, hopp, tief, tief, hopp, hopp, tief, tief. 8, 7, go. 6, go, come on. 5, go. 4, go. Jawohl, das ist Frauenpower. Die letzten zwei noch, komm, und der letzte, und bleib unten liegen, entspann dich. Puh, was für ein toughes Girl. Okay? Auslockern, durchschütteln, entspannen. So, fertig für den dritten und letzten Satz. Ja? Wir machen 8 Stück im halben Tempo, ganz langsam. Einmal noch tief durchatmen, puh, locker lassen, fertig zum Unterarmstütz. Es beginnt langsam rechts. 1, 2, tief, tief. 1, 2, tief, tief. 1, 2, tief, tief. 1, 2, Achtung, Wechsel auf links, links, links. 2, tief, tief. Links, 2, tief. Komm, die letzten zwei schaffen wir noch. Links, 2, tief, tief. Und der letzte, hoch, hoch. Tief, tief, rum, entspannen, puh, auslockern, durchschütteln. Bleib kurz liegen, nimm die Stirn auf die Hand, atme tief in den Bauch hinein, entspanne, denke an gar nichts. Nächste Übung ist nochmal richtig tough, aber dann ist die Brustmuskulatur soweit ausgepowert und fertig. Dann können wir zur anderen Übung weitergehen. Aber einmal bleiben wir noch bei der Brust. Ihr kennt alle den normalen Liegestütz, ja? Der normale Liegestütz ist hier in paralleler Position. Jetzt versucht mal, die Arme diagonal zu stellen. Den rechten Arm leicht nach vorne schieben, den linken Arm leicht nach außen drehen und leicht nach hinten versetzen. Und versuch so mal, die Liegestütz zu machen. Ja? Du spürst gleich die Variation von der Stabilität und dementsprechend werden auch andere oder variable Muskelgruppen angesprochen. Wir versuchen es. Seid ihr soweit? Okay, 15 Stück. Wir wechseln wieder. Wir gehen auf. 18 Stück? Ja? Wir gehen auf 18 Stück. Oder auf 20? 20 schaffen wir, okay? Wir machen jeweils 5 rechts vorne, 5 links vorne, 5 rechts und 5 links. Okay. Innenstütz nach oben. Gleich Tempo. Fertig.
Und 1, 2, 3, 4, 5 Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5 Wechsel. 5, 4, 3, 2 Wechsel. Die letzten 5, 4, 3, 2 und schon ist vorbei. Macht eine leichte Schwunggymnastik, lockert euch aus, schwingt die Arme nach hinten, nach vorne, bewegt sie locker durch. So, nächste Runde. Packen wir es wieder an. Entspannt euch kurz, legt die Arme leicht nach vorne, zieht das Becken nach hinten, wir gehen kurz in die Dehnung. Stretch, easy, 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 easy. So, nach oben in den Liegestütz, rechts vorne, links nach hinten, Spannung halten. Nur halb so viel. Wir machen 5 rechts, 5 links. Fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5 Wechsel. 5, 4, 3, 2 und der letzte. Und 1. Okay. Auslockern, durchschütteln. Leichte Schwunggymnastik. Bewegt euch. Links, rechts. Auslockern, durchschütteln, entspannen. So. Der dritte und letzte Satz. Wir machen wieder die Hälfte der Wiederholungen, beziehungsweise wir versuchen eine gerade Zahl aufzubauen. Wir machen 8 Stück. 4 rechts, 4 links. Machen das Ganze aber in einer ganz, ganz langsamen Wiederholungsrate. Wir versuchen unten kurzzeitig zu halten. Einmal durchatmen, auslockern, fertig. In die Position. Rechts vor, links zurück, hoch. Und es geht langsam los. Wir gehen tief halten. Wir gehen hoch. Wir gehen tief. Wir gehen hoch. Wir gehen tief. Wir gehen hoch. Ein letzter. Wir gehen tief. Super. Wir gehen hoch. Wir wechseln die Stellung. Fertig. Und wir gehen tief. Wir gehen hoch. Easy. Langsam. Wir gehen tief. Halten. Wir gehen hoch. Wir gehen tief. Wir gehen hoch. Und ein letzter. Komm. Wir gehen tief. Wir gehen hoch. Wir haben es geschafft. Super. Schlag ein. Sehr gut. So. Wir gehen weiter zur nächsten Runde. Lockert euch nochmal kurz aus, macht eine leichte Schwunggymnastik und dehnt euch. Ruhig hier leicht aktiv dehnen, die Arme durchbewegen, auslockern. Okay. Wir gehen zu dem Gegenspieler und zwar der Gegenspieler der Brustmuskulatur ist der obere Rücken, der Trapezius. Und genau hierfür machen wir eine ganz, ganz relaxte und entspannende Übung. Ihr könnt dazu wahlweise Hanteln verwenden, wählt aber ein kein zu schweres Gewicht. Ja? Wir legen uns Bauch links, das heißt in einer Vor-Links-Position ganz gerade nach unten auf dem Bauch, nehmen die Arme nach rechts und links außen, halten die Körperspannung und arbeiten in einem kleinen Radius von maximal 10 bis 15 cm hoch und tief. Fehlerquellen, die hier oft passieren, sind folgende. Und zwar bei vielen gehen die Arme zu stark nach hinten und der 90-Grad-Winkel zwischen Oberarm und dem Körper ist nicht mehr gewährleistet. Dann sprechen wir schon wieder andere Muskelgruppen an. Versucht ungefähr 90 Grad hier aufrecht zu erhalten, dann könnt ihr optimal arbeiten. Der zweite Fehler, der hier gerne passiert, ist der, wenn man erschöpft ist und die Muskulatur so weit ausgelastet ist, dass man keine Wiederholung mehr schafft, dann gehen viele Leute nach hinten ins Hohlkreuz und man zieht in der Position zu stark aus dem Lendenbereich. Vermeidet dies, indem ihr einfach die Wiederholungszahl reduziert, die Geschwindigkeit reduziert oder vielleicht auch zwischendrin eine Pause macht, einmal durchatmet und dann wieder weiterarbeitet. Alles klar, wir packen es an. In die entspannte Bauchlage. So. Beine schließen, die Füße bleiben unten auf dem Boden, die Arme strecken, nach außen. Spannung bleibt. Fertig. 20 Stück. Langsam. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und das war's. Erste Runde. Easy. Entspannen. Achtet jeweils immer auf die Hanteln. Die machen sich selbstständig. Wenn ihr Pause macht, festhalten. Okay, nächste Runde. Alle wieder bereit. Arme nach außen. Es geht los. 4, 3, fertig. Und 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8,
5, 4, 3, 2, 1. Entspannen, locker lassen. Gut. Achte bei dieser Übung auf die Position, dass die Schulterblätter sich hinten leicht kontrahieren. Stelle ich am besten vor, ein Bleistift, ein Kugelschreiber liegt genau zwischen den Schulterblättern. Und bei jeder Kontraktion, bei jeder Aufwärtsbewegung wird dieser Kugelschreiber von den zwei Schulterblättern bzw. von der Muskulatur eingequetscht, ja, und dann wieder locker gelassen. Und dann seid ihr genau in der richtigen Arbeitsweise. Okay, fertig. Letzte Runde. Nach Hause und los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch zwei, noch einer. Hoch und entspannen. Gut. Wenn ihr nur sehr große Handen habt, dann ist es auf jeden Fall geschickt, wenn man irgendeine Erhöhung nimmt. Entweder Pads oder Steps oder einen Stuhl und arbeitet hier leicht erhoben, um den Bewegungsradius nach wie vor aufrecht zu erhalten. Okay. Wir bleiben unten auf dem Boden liegen. Wir machen mit der Rückenmuskulatur weiter. Wir gehen von oben langsam runter zum Rückenstrecker. Bleib liegen. Streck dich nach vorne, kannst dich ruhig auch an den Hanteln fixieren und festhalten. Bleib in der Stellung, schließe die Beine. Der Kopf schaut gerade nach unten in den Boden hinein. Die Beine heben sich parallel nach oben. 30 Stück, schweben, es geht los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tom, wie viel? 9, 8, 10. Achte darauf, dass diese Position nicht mit Schwung durchgeführt wird, sondern rein aus der Muskulatur. Die letzten 7, komm, 5, noch 4, noch 3 hoch, noch 2, spann den Po an, 1 und das war's, entspannen. Okay, auslockern und durchbewegen. Leg die Hände zwischenzeitlich ruhig nach unten, leg die Stirn auf den Kopf, entspann dich, locker durch, atme tief in den Bauch hinein. Wir haben noch 2 Sätze vor uns. Wie geht's bei euch? Alles okay? Man spürt genau diese Übung nicht nur im Rückenstrecker, sondern auch in unserem großen Po-Muskel, im Gluteus Maximus. Alles klar? Okay, Stellung aufbauen. 3, 2, fertig und los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die letzten 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Entspannen, locker lassen. Okay. Wenn du die Übung zu Hause machst, kannst du sie auch verstärken, indem du die Übung auf einer leichten Erhöhung machst. Das heißt, ein großes Kissen. Nimm dir ein großes Kissen oder ein Step oder ein Pad oder leg dich sogar auf den Küchentisch. Lass die Beine leicht nach unten hängen. Damit erhöht sich der Bewegungsradius. Führ die Beine gestreckt nach oben und tief. Und du wirst sehen, dass die Übung gleich viel intensiver wird. Letzter Satz. Packen wir es an. 20 Stück. 4, 3, fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, noch 4, noch 3, noch 2, entspannen. Okay. Auslockern. Bleib kurz liegen. Atme tief in den Bauch hinein. Locker das Becken aus. Bewegt euch leicht, dynamisch, durchschwingen. Okay. Wir kommen zur letzten Übung im Stütz. Wir gehen nach oben in eine hohe Liegestütz. Und versuchen, unser Gesäß in eine leichte V-Position nach oben zu bringen und machen sozusagen einen schrägen Liegestütz nach schräg unten. Idealerweise wäre es, wenn die Nasenspitze ganz tief zum Boden geht und den Boden einmal kurz berührt und dann wieder nach oben gestreckt wird. Versuchen wir es. Also, Hanteln wieder sicher. Geh nach oben in einen hohen Liegestütz. Achten darauf, dass der Armrumpfwinkel möglichst breit und weit geöffnet ist. Halten die Position und versuchen, einmal die Nasenspitze nach unten zum Boden zu bringen und sich nach hinten wieder aufzurichten. Okay, versuchen wir es. Wir machen nur 15 Stück. Langsam,
Fertig. Und eins. Und zwei. Langsam. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Komm. Und acht. Und neun. Und zehn. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und ein letzter. Tief und hoch. Okay. Pause, auslockern. Und wie geht die Übung? Variationen hätten wir hier in der Position auch noch. Wenn du dir ein Pad nimmst, das einen leichten, wackeligen Untergrund hat, und dementsprechend musst du auch noch zusätzlich ausgleichen. Versuchen wir es. Nächste Runde. 12 Stück. Einmal tief durchatmen. Nach oben. Beine strecken. Becken zurück. Fertig. Es geht los und eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, let's go, komm, acht, neun, zehn, fünf mehr, fünf, vier, drei mehr, zwei mehr und der letzte, tief und hoch. Okay, you and you and you. Did it. Auslockern, durchschütteln. Letzter Satz. Packen wir es noch an. 8 Stück. Dann haben wir es geschafft. Lockert euch aus. Nehmt zwischenzeitlich den rechten Arm nach oben. Greift den Arm. Zieht nach hinten. Dehnt den Trizeps. Lockert ihn kurz aus. Passt. Durchbewegen. Wechseln. Durch diese leichte zwischenzeitliche Dehnung drücken wir das angestaute Laktat einfacher und schneller aus der Muskulatur raus, das wiederum dann über das Herz verstoffwechselt wird. Und somit ist der Muskel für den zweiten und dritten und vierten, fünften und sechsten Satz leistungsfähiger. Letzte Runde. Nach oben. 8 Stück. 3, 2, fertig. Und 8, 7, 6, 5, 4, let's go. 3, 2 und der letzte bleibt unten. Geht hoch, entspannt euch. Das sind so kleine Burnouts, die kann man bei jeder Übung mal zum Schluss einfach mal draufsetzen. Entweder mal bei der letzten Wiederholung ein paar Sekunden gehalten, Spannung bleibt, oder unten halten, Spannung bleibt und dann versuchen hochzudrücken, um die Muskulatur noch ein letztes Mal richtig auszureizen. Lockert euch aus, bewegt euch, wir stehen langsam nach oben auf. Wir wandern jetzt zur nächsten kleineren Muskelgruppe hoch und zwar zum Schulterbereich. Ja. Wir kombinieren dazu eine Übung. Seitheben, halten die Stellung statisch, wandern nach vorne zum Frontheben, gehen zurück zur Seite und setzen wieder ab. Somit haben wir eigentlich fast alle Anteile unserer Schultermuskulatur aktiviert. Achte darauf, dass man beim Seitheben nicht zu stark ins Hohlkreuz zieht. Spann den Bauch an, bleib aufrecht und gerade, dann passt die Übung. Fertig? Such dir einen stabilen Stand, ungefähr Schulterbreite. Bring die Beine leicht nach vorne, winkel die Arme etwas an. Fertig. Und wir starten. Und eins, vor, zurück und tief. Zwei, vor, zurück und tief. Drei. Und vier. Sehr schön. Fünf. Und sechs. Und sieben. Auf geht's, geht schon. Und acht. Wie viel, Tom? Neun. Jawohl. Und zehn. Die letzten zehn. Zehn Stück mehr. Zehn, ich bin hier. Ich unterstütze die Bewegung. Neun. Vor, zurück. Jawohl. Acht. Vor, zurück. Super. Sieben. Vor, zurück. Mach einfach ohne weiter. Und sechs. Komm, ich bin dabei. Nimm die Handel noch einmal. Bei den letzten fünf. Hopp, hopp. Noch vier. Hopp, hopp. Noch drei. Hopp, hopp. Noch zwei. Komm, langsamer. Und ein letzter. Komm, ein letzter noch. Zieh hoch, komm. Zieh hoch.
Okay, entspannen, auslockern, durchschütteln. Ihr merkt die Intensität, wenn wir nicht nur hoch und tief bewegen, sondern hochgehen, Spannung halten müssen, halten, 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 halten und dann wieder zurückgehen. Ja? Es ist viel intensiver und man spürt es auch. Lockert euch aus, streckt den rechten Arm zur Entspannung nach vorne, greift von unten, zieht den Arm leicht zur Seite, Dehnung der Schulter. Ganz kurz, nach 4 Sekunden, das reicht. Auslockern, durchbewegen, Wechsel auf die andere Seite, von unten greifen, wir ziehen zur Seite, halten die Spannung. Easy, locker, passt, ausschütteln. So, ich frage mal in die Runde. Zweiter Satz. Ja, wir sind bereit. Wahlweise, wenn du 2 oder 3 verschiedene Hanteln zu Hause hast, kannst du ruhig auch mit den schweren Hanteln beginnen. Wenn es nicht mehr geht, lass die Hanteln fallen. Nimm die zweitleichteren Hanteln, mach mit ihnen weiter. Dann wieder wechseln, dann wieder die leichteren. Und somit kannst du auch die einzelnen Wiederholungsraten permanent aufrechterhalten und kannst den Muskel ausreizen. Das machen wir jetzt. Nach oben. 15 Stück. Stellung. Fertig. Und 1, vor, zurück und tief. 2, vor, zurück und tief. 3, vor, zurück. Hui. 4. Und 5, vor, zurück. Und 4, vor, zurück. Und 3, vor, zurück. Und 2, vor, zurück. Und 1, vor, zurück. Komm on. 5 noch, vor, zurück. 4 noch, vor, zurück. Komm, die letzten 3 noch. Hopp, vor, zurück. Und der letzte noch. Zieh vor, yeah. Das war's. Schön. Auslockern, durchbewegen. Mach eine leichte Schwunggymnastik. Beweg die Arme vor, zurück. Und jetzt leicht nach hinten und nach vorne. Das heißt, einfach nur hier schwingen lassen. Steigere die Durchblutung. Entspann dich. Locker die Muskulatur aus. Und jetzt machen wir den dritten und letzten Satz mit 10 Wiederholungen. Zu den Hanteln. Meinst du, wie schön ist, wenn die Stunde vorbei ist? Dann schwebt man förmlich raus aus dem Gym und fühlt sich wohl, fühlt sich richtig zufrieden, schüttet Glückshormone aus und startet in den Tag hinein oder schließt den Abend mit genau diesem Gefühl ab. Okay? Fertig? 10 Stück. Und es geht los. Und 1, 2, 3 und tief. 1, 2, 3 und tief. Wir haben 3 Stück. Jetzt haben wir 4. Jetzt haben wir 5. Und wir haben 6. Und wir haben 7. Und wir haben 8. Und wir haben 9. Und wir haben den letzten 10. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Lockert euch wieder kurz aus, entspannt euch. Wir gehen weiter zur kleineren Muskelgruppe. Wir wandern von oben langsam nach unten. Wir bewegen jetzt den Bizeps. Ja? Alles okay für den Bizeps? Kein Problem. So. Den Bizeps kann man auch im Stehen machen, indem man sich ganz gemütlich nach hinten absitzt. Brauchen wir nicht. Wir bleiben gleich in der Position, in der normalen Standposition. Greifen wieder zu den Hanteln. Achten darauf bei den Bizeps Curls, dass wir hier uns vorstellen können, dass hier eine Schraube zwischen den Ellenbogen durchgeht und quasi die Ellenbogen mit dem Körper verbunden sind. Heißt, wenn wir hier die Beuge nach oben machen, dann löst sich der Oberarm nicht vom Körper. Das heißt, wir bleiben komplett stabil und arbeiten genau aus der Position gerade raus, spannen den Bauch an und gehen nicht nach hinten ins Hohlkreuz. Das war's. 3 Sätze. Erste Runde mit 25, dann mit 20 und dann mit 15 Wiederholungen. Achtung, Position, leichte Rotation in den Armen, fertig und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 1 und 2 und 3 und 4.
und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. Die letzten 10 und 10, komm, 9 und 8 und 7 und 6 und 5, die letzten 4, noch 3, noch 2 und der letzte. Okay, kurz ablegen, entspannen, auslockern, durchschütteln. Wenn du den Bizeps etwas auslockern willst, lass die Handflächen nach unten zeigen und schwing die Arme leicht nach hinten, überdehn sie nach schräg hinten. Bleib entspannt, bleib locker. Atme tief durch und bereite dich vor für den zweiten Satz. Wie schaut's aus? Geht schon wieder? Handeln in die Hand, Blick nach vorne richten, Beine leicht beugen. 25 Stück, fertig und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, komm, und 8, 9, 10, 10, 9 und 8 und 7, jawohl, schön. Und 6, Spannung halten und 5, spürst du was hier? 4, gut, 3 noch, 2 noch, wir haben noch 5 mehr, die letzten 5, 4 mehr, 3 mehr, 2 mehr und der letzte, zieh durch, entspann dich. Gut, auslockern, mach wieder eine leichte Schwunggymnastik. Oberarme durchbewegen, leicht nach hinten schwingen, die Handflächen zeigen nach unten, locker, entspannt. Letzte Runde, letzten Satz. Nur 20 Stück. Achtung, es kommt ein kleines, auf bayerisch gesagt, Schmankerl. Wir arbeiten in der normalen Geschwindigkeit. Nur die letzten 10 versuchen wir hier oben zu halten, in der halben Position und pumpen kurz. Wir versuchen quasi nochmal einen zweiten Reiz auf die Muskulatur zu setzen, um dementsprechend auch die Muskulatur richtig auszureizen. Fertig? Thomas schaut schon einen ganz verzweifelten Blick rüber, aber er hat es drauf, er schafft es. Okay, also in die Position, gerade Stand, 3, 2, ersten 10 langsam und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und oben halten. Hier bleiben. Versuch kurz zu arbeiten in einem kurzen Radius. Push, push, komm. Wir schaffen noch 10 gemeinsam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, komm. 3, 2 und 1. Und das war's. Sehr schön. Auslockern. Leg die Handeln kurz hin, schüttel dich richtig durch, leichte Schwunggymnastik wieder, um die Durchblutung zu fördern, um die Regeneration etwas schneller zu gestalten. So, der Gegenspieler des Bizeps ist der Trizeps. Wir arbeiten hier in einer einarmigen Position. Breiter Stand, stabiler Stand, nimm den rechten Arm gerade nach oben. Versuche aus der Position gerade zu arbeiten, indem du den Arm nach hinten anwinkelst und gerade nach oben wieder streckst. Wenn die Muskulatur hier bei dieser Übung leicht erschöpft wirkt, dann arbeite ruhig weiter, indem du mit der zweiten Hand unterstützend mithilfst. Es sieht so aus, ich arbeite hier mit der rechten Hand, strecke sie. Jetzt würde die Wiederholungsrate nicht mehr gehen, weil der Muskel erschöpft ist. Jetzt gehe ich mit der zweiten Hand auf den Unterarm und schiebe leicht nach, lasse aber sofort aus, um quasi die nachgebende Bewegung noch alleine halten zu können. Ich drücke hoch, entspanne mich. Ich drücke hoch, entspanne mich. Und kann somit den Muskel maximal ausreizen. Versucht es, ihr werdet es spüren. Alles klar? Eine Hand in die Hand. Breiter Stand, rechten Arm nach oben strecken. Nach hinten anwinkeln. Du kannst auch von Anfang an gleich mal hier leicht stützen. Wir strecken und beugen. 3, 2, fertig. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. 5. 6, 7, 8, 9,
10. 15 mehr. 10. 9. 8. 7. Und 6. Und 5. Und 4. Und 3. Und 2. Und 1. Die letzten 5. 5. 4. 3. 2. Und der letzte. Okay. Auslockern, durchschütteln und wir wechseln sofort auf die andere Seite. Fertig. Nach oben strecken. Arm lang lassen. Nach hinten anwinkeln. Und es geht los. Und 1. Und 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Na, was macht der Muskel? Er freut sich, er lächelt. Jawohl, sehr schön. 3, 4, komm. 5, nicht schlapp machen. 6, 7, 8, geht. 9, und komm. Und 10, 5 noch, 5 mehr. 5, 4, 3, 2, und der letzte. Okay, geschafft. Auslockern, durchbewegen, die Hanteln ruhig kurzzeitig mal ablegen, auslockern, rechten Arm nach oben strecken, greift den Ellenbogen, zieh den Ellenbogen leicht nach hinten, über den Kopf, dehne den Trizeps, 4 Sekunden, reicht, durchschütteln, auslockern, wir wechseln auf die andere Seite, nach oben ziehen, leicht dehnen, Spannung halten, 4 Sekunden, reicht, zweiter Satz, bereit für den zweiten Satz, nach oben, Arme lang. 4, 3, fertig. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Kommen Sie fest? Jawohl. Ein bisschen langsamer. 9, jawohl. Und 10, langsam. 10, jawohl. Achte immer drauf, dass der Ellenbogen nach oben zeigt und wir hier gerade nach oben arbeiten, in einer senkrechten. Ja? Weiche nicht zur Seite aus, arbeite ganz gerade, versuche hier zu fixieren, spann die Schulter an. Okay, super. Durchbewegen, durchlockern, gleich Wechsel auf die andere Seite. Den linken Arm nach oben strecken, Arm anwinkeln, Stellung aufbauen. 3, 2, fertig. Und strecken, beugen. Und 2. Und 3. Und 4 und 5. Zeit lassen. Und 6 und 7 und 8. Jawohl, Ellenbogen bleibt oben. Er ist hier fixiert. Die letzten 10 Stück, 9 Stück, kein Hohlkreuz. 8, 7, Bauch ist angespannt. 6, locker atmen. Locker atmen. 3 noch, komm. 2 noch. Und ein letzter nach oben strecken. Jawohl. Super. Auch hier wieder kurzzeitig entspannen, auslockern, den Arm nach oben strecken, greift den Ellenbogen, zieht ihn nach hinten in die Dehnung, ganz kurz nur. Dann lockert ihn aus, könnt ihn auch ruhig wieder, wie am Anfang von der Übung auch gemacht mit den Oberschenkeln, auch hier mit den Armen leicht durchbewegen, durchschütteln, leicht kneten, die Finger wandern Stück für Stück über den Trizeps, lockern ihn aus, die andere Seite ganz genauso. Und dann bereiten wir uns vor für den dritten. Den letzten Satz. Auf geht's, Jungs. Auf geht's, Helen. Das packen wir noch an. Rechten Arm nach oben strecken. Bauch wieder anspannen. Die letzten 15 Stück. Lang machen. 3, 2, fertig. Und 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8, 9, 10, noch 5 mehr, noch 4, noch 3, noch 2 und der letzte. Okay, auslockern, durchbewegen und wir wechseln auf die andere Seite. Nach oben strecken, anwinkeln, 3, 2, fertig und 1 und 2, 3. 4,
5 und 6, 7, 8, 9, 10, die letzten 5, noch 4, noch 3, noch 2 und der letzte. Okay, auslockern, durchbewegen. So, bevor wir jetzt dann gleich zur Bauchmuskulatur kommen, nimm dir eine kurze Pause, schüttel deinen ganzen Körper durch, trink einen Schluck und dann kommen wir wieder zurück und schließen die ganze Runde ab mit einer richtig intensiven und tollen Bauchmuskeleinheit. So, bereit für den Bauch? Packen wir's an. Bevor wir jetzt gleich mit der Bauchmuskulatur beginnen, machen wir eine kleine Vorübung oder eine Basisübung, die eigentlich aus dem Turnen kommt. Das ist die sogenannte Schiffchenstellung oder Schiffchenposition. Diese Position ist eigentlich die Basis für jede Art von Bauchmuskeltraining. Sie setzt wirklich am Kern der Bauchmuskulatur an, weil sie die komplette Bauchmuskulatur in Spannung hält und dementsprechend auch fixiert und somit auch Wirbelsäulenschäden und Bandscheibenschäden vorbeugt. Legt euch einfach mal flach nach hinten auf den Rücken, streckt die Beine gerade nach vorne aus, legt euch nach hinten ab und zieht in der Position einfach nochmal das Becken nach hinten hoch. Macht jetzt den sogenannten Ameisentest. Der Ameisentest besagt, man versucht mit der Hand zwischen der Lendenwirbelsäule unten durchzugreifen und da darf keine Luft mehr sein. Das heißt, da darf keine Ameise mehr unter eurer Lendenwirbelsäule hindurchkrabbeln können. Das heißt, das Becken nach hinten ankippen, fixieren und Spannung halten. Nimm das Kinn leicht nach vorne auf die Brust, aber nicht komplett auf die Brust, sondern nur leicht nach vorne gezogen. Mache einen etwas leichten Rundrücken, halte die Stellung und greife jetzt einfach mal mit den Fingern auf den Bauch. Der Bauch müsste hier leicht angespannt sein, oder? Ja. Bleibe in der Stellung, schließe die Beine und hebe die Beine ungefähr 10 cm vom Boden ab. Ohne, dass du nach hinten ins Hohlkreuz kippst. Das wäre der Fehler, der oft passiert. Und somit haben auch viele Leute bei der Bauchmuskelübung Probleme im Rücken, im Bandscheibenbereich. Das heißt, das Becken hinten lassen und die Spannung halten. Genauso bleiben, genauso bleiben. Versuche jetzt aus der Position den Arm rumwinkeln nach hinten zum Öffnen und halte die Spannung auch hier in einem geraden Rücken bzw. in einem leichten Schiffchen. Wir bleiben hier noch 10, noch 9, noch 8. Lächeln etwas, weil durch das Lachen spannt sich der Bauch noch mehr an. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und schon vorbei. Entspannt euch und atmet tief in den Bauch hinein. Okay. So, seid ihr bereit? Diese Übung als Basis, als Ausgangslage, dient jeder mit der Bauchmuskelübung, die jetzt kommt. Das heißt, versucht immer genau in diese Position zurückzugehen. Ihr müsst es nicht mit langen Armen und Beinen machen, sondern es reicht vollkommen, wenn man das auch immer hier in der kleinen Position macht und immer wieder dran denkt. So, es geht los. Erste Übung, die Beine nach oben anwinkeln. Wir versuchen aus der Position raus locker zu arbeiten, indem wir die Beine nach links außen drehen und nach rechts außen drehen und diese Drehung komplett aus dem Rumpf machen. Links und rechts und links und rechts. Und jetzt versuchen wir gleichzeitig noch mit dem gleichen Ellenbogen das Knie zu berühren und einen kurzen Kontakt aufzubauen. Linker Ellenbogen zum linken Knie. Wir drehen uns nach links außen. Genau. Wir wechseln. Rechter Ellenbogen zum rechten Knie. Wir drehen uns nach rechts außen. Wieder Wechsel. Wieder Wechsel. Wieder Wechsel. Wieder Wechsel. Und kurz mal Stopp. Versucht mal, nicht hier diagonal zu gehen, sondern versucht mal, die Position so zu halten, dass man quasi mit dem gleichen Ellenbogen das gleiche Bein berühren. Links auf links. Rechts auf rechts. Links auf links und rechts auf rechts. Okay? 3, 2, langsam und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und bis zum Knie hoch. Komm. Bis zum Knie hoch. Bis zum Knie. Auf Kontakt. Auf Kontakt. Auf Kontakt. Und bewegt das Becken. Bewegt das Becken. Hier sind wir und hier sind wir. Genau, hier sind wir und hier sind wir. Jetzt passt's. Jawohl, sehr schön. Beine ein bisschen nach oben und jetzt das Tempo steigern. Wir geben Gas. Hopp, 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 hopp.
kurz, kurz, kurz. Nehmt das Becken mit, nach links, rechts, hier. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. 4, 3, 2. Entspannt euch, nach hinten ablegen und tief in den Bauch hineinatmen. Streckt euch, macht euch ganz lang, dehnt die Bauchmuskulatur, dehnt den Rippenbogen, lockert euch aus. Fertig. Das Ganze noch einmal. Versucht jetzt wirklich komplett unten aus dem Becken rauszuarbeiten und nur durch das Anspannen der seitlichen Bauchmuskulatur das Becken auch in diese schräge Position zu bringen. Fertig. Noch eine Runde. Eins langsam und dann schnell. 3, 2. Fertig. Und links, rechts. Links auf links, rechts auf rechts. Links auf links, rechts auf rechts. Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und Tempo. Zieh, 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 zieh. Hopp, 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 hopp. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, go. 4, 3, 2 und Pause. Entspannen. Wieder tief durchatmen, auslockern. Okay, wir kommen zur nächsten Bauchmuskelübung. Bleib in der Stellung, bleib in der Position, strecke nur dein linkes Bein nach vorne aus, winkel das rechte Bein zum Körper an und bilde jetzt wieder die Schiffchenstellung, Becken nach hinten, das linke Bein schwebt. Genau. Die Hände stützen den Kopf, linker Ellenbogen berührt das linke Knie, linker Ellenbogen berührt das rechte Knie. Wir bleiben hier, wir wechseln zum rechten Ellenbogen und wieder zurück zum linken. Und erst bei Nummer 4 wechseln wir auf die andere Seite. Dann wieder rechts, links, rechts. Macht's mit. Links, rechts, links, Wechsel. Rechts, links, rechts. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, Wechsel. 1, 2, Wechsel. 1, 2, Wechsel. 1, 2, Wechsel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, noch 10, hopp, noch 9, hopp, noch 8, let's go, noch 7, noch 6, noch 5, auf geht's, noch 4, noch 3, noch 2 und der letzte, hopp, hopp, hopp und das war's. Auslockern nochmal, streckt euch, macht euch ganz lang, zieht die Arme weit nach hinten. Die Beine weit nach vorne strecken, tief in den Bauch hineinatmen, ausatmen, locker lassen, alles entspannen. Okay. Versuch, die Hände nach hinten unter das Gesäß zu stellen. Aus diesem Grund, um das Becken in dieser leichten Kippposition etwas zu unterstützen, strecke die Beine weit nach oben. Lass die Beine gestreckt oder auch wahlweise etwas leichter angewinkelt nach vorne kippen, bis du merkst, dass die Bauchmuskulatur eine große Spannung erfährt. Halte genau diese Position und senke die Beine ungefähr bis 5 cm vor dem Boden ab und bring sie genau wieder nach oben in die Ausgangslage, die du vorher eingenommen hast. Fertig und wir gehen los. Tief und hoch und tief und hoch und tief und hoch und tief und hoch. Wenn du merkst, dass du hinten einen leichten Zug in der Wirbelsäule hast, dann winkel die Beine etwas an und bring den Körperschwerpunkt näher zur Körpermitte, um dementsprechend auch noch die Wiederholungszahlen zu schaffen. Okay? Wenn es aber geht, arbeite gestreckt. Und wenn du einen zweiten Reiz drauf willst, versuch die Schultern nach vorne anzuheben und die Waage zu halten. Schön. Und wir machen noch 10. Noch 9. Noch 8, noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und es ist schon vorbei und es war's schon. Auslockern und durchbewegen. Okay, leg die Beine zwischenzeitlich nach links ab. Einfach nur durchbewegen, auslockern, strecken, wechsel auf die andere Seite, nach rechts, tief in den Bauch hineinatmen. Okay. So, fertig für die letzte Runde, für die letzte Übung. Ja?
Richtet euch nach oben auf, am besten mit geradem Rücken. Greift nach unten in die Kniekehle, mit Schwung nach oben auf. Wir machen noch eine kleine Abschlussübung für den ganzen Körper, aber speziell für die seitliche Bauchmuskulatur. Geht in den Seitstütz, streckt den Arm nach oben, bleibt in der Position und versucht durch eine leichte Rotation nach unten bis auf eure Stützschulter nach hinten zu kommen, die Schulter kurz zu berühren, nach vorne wieder zurück rotieren und strecken. Auch wahlweise kann man das Ganze auch mit einer Hantel machen, um den Rotationsaufwand, um die Belastung dadurch zu verstärken. Wer will, greift sich die Hantel und versucht nochmal alles zu geben, was in ihm steckt, weil das ist die letzte Übung und dann haben wir es geschafft. Fertig, 10 Stück und es geht los. Und 1 und langsam. Und 2, langsam. Und 3 und hoch. Und 4, arbeitet langsam. Und hoch. Und 5 und hoch. Und 6 und hoch. Und 7, strecken. Und 8, strecken. Und 9, strecken. Und letzte. Und 10. Wechsel auf die andere Seite. Und wie geht die Übung? Wenn man sich vorstellt, welche Muskelgruppen man schon aufgebaut und trainiert hat, dann ist es gar keine Schande, wenn man hier vielleicht ein bisschen zittert. Nach oben in den Stütz. Die letzten 10 Stück. 4, 3, fertig. Und 1. Und langsam hoch. Und 2. Langsam hoch. Und 3. Langsam hoch. Und 4. Langsam hoch. Und 5. Und hoch. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und ein letztes Mal. Und 10. Geschafft. So, lockert euch aus, macht die Matte frei, legt euch für einen kleinen Moment komplett nach hinten auf den Boden, atmet durch und denkt an gar nichts. Nehmt eine ganz bequeme und entspannende Position ein, atmet tief durch, lasst die Muskulatur locker. Denke an gar nichts. Bleib ruhig, bleib entspannt. Okay. Streck die beiden Arme nach oben, locker die Arme etwas durch. Beweg sie. Mach das Gleiche mit den Beinen. Streck sie nach oben, locker die Beine kurz durch. Nehmt die Arme nach links und rechts außen. Streckt euer rechtes Bein gerade nach oben und lasst das Bein nach links unten einklappen. Lasst einfach die Schwerkraft wirken. Atmet weiterhin tief in den Bauch hinein. Und wir wechseln auf die andere Seite. Das linke Bein nach rechts einklappen lassen. Entspannen, locker, Schwerkraft wirkt. Wir denken an gar nichts. Ganz ruhig und ganz entspannt. Und langsam zurückbewegen. Beide Beine zum Körper ranziehen, die Knie umklammern. Macht euch ganz klein, holt euch ganz eng zusammen. Spannung kurz halten. Und locker lassen. Mit geradem Rücken und mit Schwung nach vorne aufrichten. Streckt euer rechtes Bein gerade nach vorne aus, winkelt das linke Bein innen am rechten Bein an, Oberkörper gerade lassen. Wir wandern langsam nach vorne auf das gestreckte Bein und kurz in die Dehnung. Halten die Dehnung. 5 Sekunden, 4, 3, 2. Bleib in der Position, dreht deinen Körper auf das angewinkelte Bein und leg dich für einen kurzen Moment einfach nur darüber ab.
löst dich langsam. Und wechsle auf die andere Seite. Linke Bein strecken, rechtes Bein anwinkeln. Rücken ist gerade, das Becken leicht nach vorne schieben und wir gehen in die Dehnung. Vorderes Bein im Beinbeuger. Locker dehnen, halten noch 5 Sekunden. 4, noch 3, 2, 1. Aufrichten, leg dich wieder ab über das gebeugte Bein nach vorne. Entspann dich, atme tief in den Bauch hinein. Hier langsam lösen und locker lassen. Beide Beine nach vorne strecken. Bleib in der Position. Rechten Arm über das linke Knie. Den linken Arm, soweit es geht, hinter den Körper bringen. Dreh dich nach hinten ein und richte deinen Blick ebenfalls nach hinten. Dehn die Wirbelsäule, dehn die Bandscheiben. Und wir lösen. Wechseln auf die andere Seite. Rücken bleibt ganz gerade. Wir ziehen nach hinten. Machen uns hier lang. Dehnen die Wirbelsäule, entspannen den Rücken und wechseln wieder vorne. Wir machen einen Rundrücken, schieben die Wirbelsäule nach hinten raus, nehmen das Kinn auf die Brust, greifen die Hände, schieben uns weit nach vorne, machen die Arme ganz lang und bewegen uns in dieser Position leicht vorwärts, ganz leicht nach hinten, leicht nach links, tief, zurück, leicht nach rechts, tief. Richten uns gerade auf, schieben die Arme weit nach vorne, öffnen den Armrumpfwinkel, richten den Blick nach oben zur Decke, halten die Spannung noch 4 Sekunden, noch 3, noch 2, 1. Langsam lösen, die Beine zum Körper ziehen, wir richten uns langsam nach oben auf, Wirbel für Wirbel. Bleiben in der Position, wir winkeln die Beine an, erst das rechte Bein, greifen nach hinten, das Sprunggelenk. Achten wir darauf, dass die Wirbelsäule gerade ist, dass beide Beine parallel zueinander stehen und drücken das Becken leicht nach vorne. Ziehen den Oberschenkel nach hinten, halten, dehnen, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, 1. Lassen locker, schütteln richtig durch und wechseln auf die andere Seite. Gerade Rücken, das Bein anwinkeln, Becken nach vorne schieben, Bein leicht nach hinten ziehen. Wenn es dir hier zu wackelig ist, mach das an einem Schrank bzw. stütze dich an einem Stuhl fest und versuch eben nicht zu wackeln. Und so kannst du auch wirklich gleichmäßig und gerade dehnen, ohne umzufallen und dementsprechend auch schnelle Zugbewegungen zu vermeiden, die vielleicht etwas schwierig enden könnten. Lösen, auslockern, durchbewegen, nach oben strecken, zweimal kräftig durchatmen, die ganze schlechte Energie rausbringen, die gute Energie aufsaugen, nach oben, nach unten durchatmen. Und ein letztes Mal nach oben einatmen, nach unten aus. So, das war die 90 Minuten Einheit Athletiktraining. Wir waren tapfer, wir waren intensiv, wir waren stark. Wir haben alles geschafft. Du hast alles geschafft. Vielen Dank und auf Wiedersehen.